Plácido Domingo ist unbestritten ein Weltstar und der wohl erfolgreichste Opernsänger der Gegenwart. Obwohl er schon 82 Jahre alt ist, hat der Spanier von seiner einzigartigen Stimmgewalt nichts eingebüßt. Die Besucher im Musikverein für Steiermark waren gestern Abend jedenfalls hellauf begeistert. Mit seiner Stimme konnte er schon Milliarden von Menschen begeistern. Nun auch das Grazer Publikum. Die Stadt, der Musikverein und die Organisation sind fantastisch. Ich freue mich sehr, zum zweiten Mal in Graz zu sein. Diesmal musizierte der hochdekorierte Weltklasse-Sänger mit dem slowenischen Radiosinfonieorchester und der aus Uruguay stammenden Sopranistin Maria José Siri. Man möchte meinen, es ist schwierig, mit so einer Größe die Bühne zu teilen, aber Plácido ist der bescheidenste Star, mit dem ich je gesungen habe. Er ist so einfach und unkompliziert. Das Konzert stand ganz im Zeichen der Zarzuela, eine spanische Gattung des Musiktheaters an der Schnittstelle zwischen Operette und Oper. Love and especially jealousy. Es geht um Liebe und Eifersucht. In der klassischen Oper buhlen immer zwei Männer um eine Frau, in der Zarzuela zwei Frauen um einen Mann. Bereits meine Eltern waren anerkannte Zarzuela-Interpreten. Es gibt keine Menschen auf der Welt, die mehr Zarzuela gesungen haben. Neben der Zarzuela hat Domingo sein Leben der Oper verschrieben. Mehr als 4.100 Auftritte und 12 Grammy Awards sprechen Bände. Und selbst mit 82 Jahren ist der Spanier noch immer voller Tatendrang. Jeden Tag, wenn ich aufwache, frage ich Gott, habe ich noch eine Stimme? Bislang hat er immer Ja gesagt. Musik